Okay, im Fernkampf wirkt, glaube ich, gegen Fäulnis halt einfach nicht. So, irgendwer hat ein Level up. Ah, Sagani hat ein Level up. So, das heißt, wir können wieder. Following your lead. Need something? Your thoughts must flow deeply indeed. Wechseln und Sagani ihr Level abgeben. 8 Punkte sind übrig. Gibt's erstmal wieder eins in Überleben. Treuer Gefährte. Gnadenloser Gefährte. Tierische Gefährten fügen geeigneten 10 kleine Mengen an Schleichangriffschaden zu. Schütze. Nachladegeschwindigkeit. Scharfschütze. Scharfschütze ist gut. I'm here. I'll take a look. Okay, noch eine Brücke. Hallo, großer Hirsch. Geld. Be cautious. Be constant. Gehen wir mal hier rüber und gucken, was es auf der Halbinsel gibt. Außer noch mehr Hirschen. I'm on the trail. Stay gear. Stegier sind keine Probleme. Der Mann auf dem Boden ringt nach Luft und hält sich die Brust. Als du ihn näher betrachtest, siehst du, dass sein roter Umhang die Schwere seiner Wunde verdeckt. Sein Gesicht wird weiß, die Blut nach ihm herum wird immer größer. Bitte, Reisende. Er streckt mühsam die Hand nach dir aus. Dem Mann auf die Beine helfen. Nein, stöhnt er und lässt sich aus deinen Händen fallen. Mach dir keine Mühe. Dieser Körper ist eine zerstörte Hülle. Und meine Seele wird weiterleben. Nur das zählt. Was ist passiert? Vergesslich, so fahrlässig, murmelt er. Blut fließt aus seinem Mund. Wunden auf den Fingerknöcheln von den morgendlichen Übungen. Er streckt seine blutige Hand vor sich aus. Gestelgier, sie haben das Blut gerochen, dachten, sie hätten ihre nächste Mahlzeit gefunden. Der Mann greift hinab, sein linkes Bein zum Klammern, seine Finger gleiten über ein Stück Knochen, das aus seinem Knie ragt. Sie hatten beinahe recht. Der Mann seufzt lang und lächelt dich langsam und wissend an. Wir wissen von dir, Wächterin. Wir wissen, dass du andere ehrlich behandelst, gerecht. Dein Gesicht wird blass und lächelt. Ich brauche einen vertrauenswürdigen Freund, der meine Mission vollendet. Erzähl mir von deiner Mission. Ich will nicht lügen, deine Wunden sind so schwer, um dir noch zu helfen. Ruhig, lass mich deine Wunden versorgen oder zumindest den Schmerz lindern. Als du dich näherst, um ihm zu helfen, legt der Mönch seine Hand auf deine und wehrt deine Bemühungen mit seiner verbleibenden Kraft sanft ab. Du hast gute Absichten, doch ich muss mein Leid annehmen und meine Seele auf die nächste Reise vorbereiten. Dies muss meinem Orden gebracht werden. Der Mönch greift kraftlos nach seinem Beutel und zieht daraus die Schrift. Rollenhülle eines Boten. Nimm das, er krächzt und hält dir die Sendschreiben hin. Es muss zum himmlischen Bäumchen gebracht werden. Gib es meinen Brüdern, sie werden dich belohnen. Nicht öffnen, ruft er mit brüchiger Stimme. Der Inhalt ist nur für meine Brüder bestimmt. Wenn das Siegel gebrochen ist, werden sie
Blut fließt auf den Mund des Mannes, rote Ströme, die seinen Hals hinabrinnen. Sein Kopf fällt zur Seite und sein Körper wird still. Die Schriftrollenhülle untersuchen. Die Schrifthülle besteht aus dunkler Eich und sieht aus wie ein dünner Turm. Der Länge nach ist die Hülle mit 5 Wachsiegeln verziert, jedes mit einem eigenen Symbol. Einer kleinen Flamme, einer offenen Handfläche, einem Halbmond, einer leuchtenden Sonne und einer Waage im Gleichgewicht. Die Siegel würden vermutlich brechen, wenn du versuchen solltest, die Hülle zu öffnen. Die Schriftrollenhülle in deinem Rucksack verstauen. Du verstaust die Schriftrollenhülle in deinem Rucksack und ziehst weiter. Yes. So, und da haben wir eine neue Aufgabe, oder? Versiegelte Sendschreiben. Ich bin in der Umküste einem Mönch begegnet, der von einem Stelgar-Rudel angefallen wurde. In seinen letzten lebenden Augenblicken gab er mir ein versiegeltes Sendschreiben, damit ich es seinen Ordensbrüdern überbringe. Ich muss das Sendschreiben des toten Mönchs seinen Orden überbringen. Ich finde seine Ordensbrüder im himmlischen Bäumchen, einer Taverne in Zwillingsung. Certainly. Das ist auch noch eine Taverne dort. Also ja, von hier aus könnten wir schon weiterreisen, allerdings nicht nach Herdlied. Also ja, Herdlied ist das erste Gebiet von Zwillingsulm, da wo auch die Taverne sein müsste. Gut. Was uns jetzt auf jeden Fall bleibt, ist Ogre töten. I'm on the trail. Ja, verdammt viele Ogre. Ogre sollten allerdings... Okay, Ogre können böse sein. Okay, wir brauchen dringend mal eine Heilung. Okay, die Stammesführerin ist losgebrochen. Okay, Kana hat langsam riesige Ausdauer. What has happened to our secret? Kana ist umgefallen. Das sind viel zu viele Ogre-Druiden. Er hat die ganzen Ogre-Druiden eingeladen. Also ja, ich... kann wieder nur mit der Angreifen- und Zurückziehen-Taktik hier was erreichen, glaube ich. Absolutely. They shall see nothing while I see much. Ready, Watcher. My bow's ready.
I'm here. Stand together! Stand together! Okay, erstmal zurückziehen. Die machen wieder ihre scheiß Schwärme. Okay. Was Böses machen vielleicht? Etivarias. I have you. Offek were the wrong. Okay, Palegina kriegt wieder ordentlich auf die Ömme. Ich auch. Nicht gut. Okay, Kanna. Wir brauchen mal wieder Geschossbatterien hier. Ja? Stern! Okay, langsam wird's nervig. Mal. Stand together. Diese Stammesführerin tut weh, aber richtig. Gut, sie ist down. I'm here. So, Level up für die trauernde Mutter. Habe ich einen Punkt in Überleben. Ach, nehmen wir ruhig detonieren. Detonieren klingt schön. Psychischer Rückschlag beschwört einen Vergeltungsschlag auf, der einen Feind betäubt, wenn er auf die Minzverteidigung des Mediums abzielt. Gewährt Talent physischer Rückschlag einmal pro Begegnung. Wollen wir das oder geben wir ihr mal Feldlazarett?
Scharfschütze, Schütze. Scharfschütze bringt nichts, weil sie benutzt einen Bogen. Durchdringender Schuss.